Hab ja mein Ding abgeliefert. Kannst du laut sagen. Aber jetzt sehen wir was am Boden. Das sieht man selten, ja. Also, der Typ ist wirklich eine Granate. Der fängt an mit einem Dreifachsalto rückwärts und den tut er nur aus der Radwende, noch nicht mal einen Flickflack. Also sowas sieht man wirklich ganz selten. Ja, leichte Standschwierigkeiten, aber trotzdem Wahnsinnsbewegung. Und hier eine 3,5 Schraube rückwärts mit einem Salto vorwärts mit halber Drehung. Da musste er ein bisschen kämpfen, aber nicht ganz so hoch. Und die Frisur sitzt immer noch. Und eine Vierfachschraube jetzt auf der dritten Bahn. Also, wie gesagt, Wahnsinn. Und alles aus der Radwende ohne Flickflack. Also viele nutzen den Flickflack als ein beschleunigendes Element. Und auch hier wieder eine 2,5 Schraube rückwärts, gefolgt von einer Doppelschraube vorwärts. Diese Kombination gibt noch Zusatzzehntel aufgrund der Schwierigkeit. Strecksaldo vorwärts, 1,5 Schraube vorwärts. Er turnt zwar höchst schwierig, aber es ist ein bisschen wild. Die Stände sind nicht so gut ausgeturnt. Also da wird er in der Ausführungsnote, in der E-Note, einiges liegen lassen. Und jetzt zum Schluss macht er wie fast alle eine Dreifachschraube. Kleinen Hüpfer auch hier. Hat es fast ein bisschen eilig, da immer wieder in seine Sprungbahnen zu kommen. Na gut, man hat halt nur 70 Sekunden Zeit. Ja, auch mal probiert. In der Zeit halt so viel zu tun.